Willkommen zurück auf dem Kanal von Black Crystal LP zu einem neuen Infovideo von mir. Ja, jetzt kamen ziemlich lange keine Folgen mehr. Die letzte Folge war am 6. April, ist also über einen Monat her. Tut mir leid, dass ich mich nicht habe hören lassen, nicht Bescheid gesagt habe. In letzter Zeit war sehr, sehr viel los. Und mir ging es mental zeitweise ziemlich schlecht, deswegen konnte ich nichts machen, aber ab heute werden für euch wieder regelmäßig Folgen kommen. Heute kommen insgesamt 4 Folgen, zum einen natürlich dieses Infovideo hier, zum anderen eine Folge Black Crystal Dances, die Folge heute von Let's Play L.A. Noire. Und natürlich einmal Let's Battle Edain Mod. Zur Edain Mod und zur Black Crystal Dances muss ich gleich noch was sagen. Aber zuerst werde ich die Abonnentenliste durchgehen. Denn ich muss sagen, ich habe mich sehr gefreut. In der Zwischenzeit sind nämlich einige neue Abonnenten dazugekommen. Insgesamt sind es derzeit 110. Habe ich mich wirklich sehr gefreut. Vielen Dank fürs Abonnieren und fürs Teilen. Und ja, ich wollte jetzt kurz mal die Liste noch durchgehen und an die, die noch nicht in der Liste stehen. Ich würde mich freuen, wenn vielleicht ein Video von mir öffentlich geteilt werden würde. Ist natürlich keine Pflicht, ist freiwillig, aber würde mir sehr helfen, würde auch euch helfen. Mir, weil ich dann einfach mehr Übersicht in der Abonnentenliste habe und euch, weil ich mehr auf die Kommentare eingehen könnte. Und ja, es würde halt den Kanal weiter pushen, was natürlich für mich super wäre. Aber ja, natürlich keine Pflicht. Also ich werde kurz die Liste durchgehen und ich werde von hinten nach vorne gehen. Es sind nicht so viele, aber schauen wir mal, wie schnell wir durchkommen. Also zuerst mal hätten wir den Günther Kirchner, die Mikranoben, den Mr. Let's Play, die Cube 92, den Alexander Ariko, die Sabrina Becker, den 2781990, die Anke Repekus, der Thomas Kaminski, der Orpheus 41, der Timo Leutner, der Kevin Erdmann, der Maxim Rodriguez Seabra, der Wargod 666, der Insane Elf, die Maren Samur, dann der 23RO-ID, die Madeline Yassin, der Dinosauro, der Johann Ernst Brinkmann, die Fente und jetzt relativ neu, 1. April, N1COL3. Vielen Dank für euch auf jeden Fall, dass ihr weiter dabei seid. Einige sind ja schon sehr lange dabei, seit 2015, andere noch nicht so lange. Und ja, wie gesagt, es wäre schön, wenn die übrigen ein Video von mir öffentlich teilen könnten. Aber wie gesagt, ist natürlich keine Pflicht. Ja, ich habe mir hier ein bisschen was aufgeschrieben, nur falls euch wundert, weil ich öfters zur Seite schaue, damit ich nichts vergesse. Also, wegen Let's Battle Edain Mod und wegen Black Crystal Dances. Im April kam das ja beides nicht. Das heißt, es würden von denen 2 Folgen insgesamt kommen. Und genau das wird so sein. Heute wird quasi das Let's Battle Edain Mod und das Black Crystal Dances von letzten Monat kommen. Und im Laufe des Monats kommt dann das jeweilige andere von diesem Monat. Die übrigen Folgen werde ich nicht nachholen. Ich denke aus nachvollziehbaren Gründen. Mir fehlt einfach die Zeit und ich bin auch jetzt ehrlich gesagt nicht 100% fit, deswegen habt ihr sicher Verständnis, dass das leider nicht geht. Aber wie gesagt, ab heute kommen wieder regelmäßig Folgen. Die Art-Analyse wird heute nicht kommen. Jemand, der vorher aufmerksam zugehört hat, wird das schon gemerkt haben. Warum? Weil da sich Legolas gewünscht wurde als Thema in den Kommentaren. Und ich werde diesen Wunsch natürlich erfüllen. Der Punkt ist einfach, dass ich ziemlich viel heute um die Ohren habe und dass das natürlich ein sehr großes Thema ist. Deswegen muss ich die Art-Analyse vertagen. Ich kann noch nicht genau sagen, auf wann. Ich hoffe im Laufe der Woche, aber ich kann es nicht 100% sagen.
Aber die übrigen, also das Was wäre, wenn in Mittelerde kommt, ganz normal am Mittwoch. Und Let's Play Fahrenheit kommt dann am Freitag wieder. Also bei denen ändert sich nichts. Nur die Art-Analyse muss ich halt verschieben. Und genau, das war es eigentlich schon wieder soweit. Am Ende noch zwei kurze Fragen, die mich freuen würden, wenn ihr die beantworten könntet, würdet. Das eine ist, es sind jetzt 110 Abonnenten, wie gesagt. In welchen Abständen wir quasi die Abonnenten-Specials machen. Wenn ich mich jetzt nicht ganz falsch erinnere, gab es eins bei 100 Abonnenten, aber ich bin mir nicht mal 100% sicher. Wäre schön, wenn ihr da was kundtun könntet. Ja, und das andere betrifft das letzte, was wäre, wenn. Denn bei dem habe ich ja ein bisschen, wie soll ich sagen, Analyse gemacht. In dem Fall von Eowyn, also quasi Persönlichkeitsanalyse. Und ich hatte da schon gefragt, wie ihr dazu steht, wenn ich das öfter mache, als eigenes Format vielleicht. Und wenn ich mich jetzt nicht ganz falsch erinnere, gab es darauf noch kein Feedback. Würde mich freuen, wenn ihr dazu Feedback geben könntet. Und ansonsten bin ich natürlich auch für Kommentare jeder Art offen. Das wisst ihr ja. Kritik, Lob, Ideen, Wünsche, Vorschläge, alle Arten von Kommentaren natürlich wie immer gern gesehen. Und ja, ansonsten war es das jetzt von meiner Seite. Ich hoffe, es hat euch gefallen, das kurze Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich gucke es nur noch mal ganz kurz, um halt absolut sicher zu sein. Und ansonsten würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr später bei den drei Folgen wieder dabei seid. Moment, da. Genau, ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr später bei den dreien wieder dabei seid. Morgen könnten es halt zwei Folgen werden. Also L.A. Noire kommt morgen auf alle Fälle. Und je nachdem, wie ich Zeit habe, mache ich vielleicht die Art des Let's Battle Edamod gleich. Damit ich halt es für letzten und diesen Monat dann gleich weg habe. Ich weiß es noch nicht. Hängt euch nicht, also hängt mich nicht so auf, aber könnte sein. Und genau, wir sehen uns dann, wenn ihr möchtet, später wieder. Und natürlich würde ich mich auch freuen, wenn ihr meine anderen Projekte, ich habe ja einige auf YouTube, anschauen und kommentieren würdet. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Vielen Dank fürs Zuschauen. Gehabt euch wohl.